Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wo liegt das Glück heute am 20. August 2017? Wen beschenkt Fortuna gerade mit diesem Glück? Wer hat diese Glücksenergie? Das haben gerade die Löwengeborenen, besonders die Löwengeborenen, die am 25., 26. und 27. Juli Geburtstags haben. Wo liegt das Glück und wie können wir das vorteilhaft nutzen? Oft sind das noch Hindernisse und das sollen wir auch überwinden. Und worauf sollen die Löwengeborenen achten? Es ist gerade die inneren Licht wichtig. Etwas sehen, was unsichtbar ist. Und genau da liegt das Glück momentan bei den Löwengeborenen. Das bedeutet nach innen schauen oder meditieren. Bedeutet auch mal hinter den Kulissen schauen, erkennen etwas, was nicht gleich sichtbar ist. Und auch mal die Feinde erkennen, weil erst dann haben wir Sieg im Leben, wenn wir wissen, was macht Feind überhaupt. Und dieser Blick hat einen Vorteil gerade für die Löwengeborenen. Was noch auch Glück bringt, weil das führt zu guten Ideen, wenn die Löwengeborenen einen Ort aufsuchen, wo sie ungestört sind und sie können endlich aufatmen. Die Löwengeborenen brauchen gerade Luft, aber auch die Ruhe. Weil die Löwengeborenen ist wichtig auch die inneren Kraft momentan und wie sagt man das ganz schön, im Ruhe liegt die Kraft. Also das Glück ist da und es führt zum Erfolg. Und was Fortuna vermittelt, diese Glücksenergie, erstens Luft zu holen, damit man befreit fühlt und kommen gute Ideen, dann nach innen schauen, verinnerlichen dieses Erfolg und etwas auch beobachten, was nicht gleich sichtbar ist. Und da sind manchmal auch Feinde und das gehört auch in unserem Leben. Oft entspricht es auch die Realität. Noch etwas Wichtiges für die Löwengeborenen. Ein bisschen Geduld noch. Also erst dann handeln, wenn die zunehmende Mondphase beginnt. Neumond ist am 21. August 2017. Da brauchen die Löwengeborenen noch die Zurückhaltung. Und wenn die zunehmende Mondphase begonnen hat, dann die ersten Schritte zu machen, weil das ist der richtige Augenblick zum Handeln. Wenn jemand Interesse hat, ihren persönlichen Glückstage zu berechnen, dann unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdatum und das können wir astrologisch ausrechnen. Und das war mein heutigen Glücksenergie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.